Es gibt, glaubt, wir alle haben vielleicht mal in unserem Leben Vorbilder gehabt, Idole gehabt. Und es gibt aber welche, die, weiß ich, möchte nicht sagen, übertreiben es, aber es sind sehr extrem und sagen, ich kopiere mein Idol bis aufs Detail. Mein Thema, Original oder Kopie, Verwechslung garantiert. Eher kopiert auch jemand, ein Menschen, der wirklich wahrscheinlich der bekannteste Musiker ist. Und ihr könnt schon denken, um wen es geht. Es geht um Michael Jackson. Hier kommt Rufen mit zwei Tänzerinnen. Dankeschön. Rufen und seine zwei sehr eleganten Tänzerinnen. Den Satz. Ich habe schon einige Tanzen gehabt. Ich muss sagen, das war sehr synchron. Kompliment. Seit wann imitierst du Michael Jackson? Mittlerweile seit 8 Jahren. Angefangen hat das Ganze, als ich ein Konzert im Fernsehen gesehen hatte, 92. Und zwar bei seiner Dangerous Tour in Bukarest. Und da habe ich dann sofort die Tanzstätte einstudiert. Und mir alle Mühe gegeben, das so genau wie möglich zu kopieren. Ist das schwer? Muss man immer wieder hin und her spulen oder so? Und ja, also man muss sich erst mal... Weil es ist ja schon sehr schnell, was die da machen, ne? Ja, man muss sich alles in Zeitlupe ansehen und dann ganz genau kopieren. Natürlich spiegelverkehrt einüben, als wie es auf dem Fernseher erscheint. Und das ist wirklich eine Menge Arbeit, aber es macht auch Spaß. Aber und warum ausgerechnet er? Ich meine, es gibt ja noch andere, die im Fernsehen tanzen. Na, weil Michael Jackson, also ich bin der Meinung, ist einer der größten und bekanntesten Künstler, hat ein geheimnisvolles Image. Und da habe ich mir gedacht, also das muss einfach sein, weil man muss den Mythos irgendwie weiterleben lassen, dadurch, dass man seine Show, er macht ja nicht mehr so viel und da muss man halt zusehen, dass man seine Show noch weiterhin irgendwie so ein bisschen am Leben erhält. Und ich habe mich halt wirklich für ihn begeistert und deswegen habe ich mich darum gekümmert, das auch so ein bisschen zu imitieren alles. Aber jetzt nur so jobmäßig oder bist du auch im Privatleben so? Ich mache das nur bei irgendwelchen Familienfeiern, Privatfesten oder also nicht, dass du zum Bäcker gehst und einbrüllst. Nein. Ja, gibt's anders, habe ich schon mal gesehen beim Bäcker. Stand da einer. Hat jemand anderen imitiert, aber. Nee, also das, so mache ich das nicht. Also auf der Straße laufe ich ganz normal rum, ohne Schminke und ohne diese Kostüme, sondern halt wirklich nur auf der Bühne und dann muss ich ja auch so aussehen, weil dann. Ja, aber dann ich meine, du tanzt ja selbst ganz gut. Also könntest du dich auch selbst verkörpern? Das könnte ich versuchen, aber ich habe bislang einfach noch nicht die Zeit gefunden, weil ich noch mit Schule zu tun habe. Und, aber das kostet doch auch Zeit. Ja, natürlich. Das hat ja schon, also es ist auch jede Menge Arbeit. Deswegen, also es war einige Arbeit, da hinzukommen und hat ja auch halt eine gewisse Anzahl an Jahren gedauert. Und oder das funktioniert das nicht, wenn du sagst, hier ist Rufen, ich möchte für Sie auf der Party tanzen, da sagen die, nee, das braucht man nicht, lieber so eine Michael Jackson-Kopie. Nö, also in die Situation kam ich noch nicht. Aber Michael Jackson hat auch mal klein angefangen, er hat ja auch Fred Astaire imitiert. Also das heißt, du träumst schon von einer Karriere? Ja, also wäre schon nicht schlecht. Als? Als ich selbst. Als du selbst als Sänger, möchtest du mal singen? Ja, ich arbeite dran und mal gucken, was draus wird. Und tanzen natürlich auch, weil das ist meine größte Vorliebe. Hm. Kai, so heißt mein nächster Musiker, indirekt ja schon, er ist Musiker und kann Menschen, die andere imitieren, überhaupt nicht verstehen. Leute, die andere Prominente imitieren, finde ich einfach scheiße. Ja, ein dickes Kompliment. Ich finde, du tanzt ganz gut, auf jeden Fall. Aber okay. Ich finde, du solltest deinen eigenen Tanz tanzen, weil das hast du auf jeden Fall drauf. Du sollst deinen eigenen Stil behalten und nicht irgendwie... Es gibt tausende Leute, die machen Michael Jackson nach und... Du hast es auf jeden Fall drauf, aber du sollst mehr deinen eigenen Stil tanzen, würde ich sagen. Mhm. Ja, also ich arbeite auf jeden Fall daran, wie gesagt, aber ich finde, dass man schon so viel Arbeit da reinsteckt, dass es auch ziemlich, also ziemlich anstrengend.
kostet wirklich verdammt viel Zeit und ist auch eine Kunst an sich, dieses Imitieren. Und das ist ja wie mit der Schauspielerei. Also wer schauspielert, der hat ja da auch wirklich einiges reingesteckt. Und das wird ja auch hoch angesehen. Und deswegen verstehe ich nicht, warum man nicht einen Menschen imitieren sollte. Wenn Was meinst du, warum Menschen überhaupt andere nachmachen können? Ich denke, sie haben so ein bisschen was Komplexes mit sich selber, würde ich sagen, auf jeden Fall. Weil sie haben etwas Komplexes mit sich selbst oder haben Komplexe? Haben Komplexe, ja. Mit das sich ist selbst? Die Aufregung, das ist die auf. Nee, sie haben auf jeden Fall Komplexe, denke mit ich. Mit sich selbst, ja. Weil eigene Sachen kreieren und produzieren, finde ich viel besser. Sich da hinzusetzen im Studio, 10 Stunden einfach mal zu üben, Texte zu schreiben und dann irgendwie was zu machen mit dem Produzenten zusammen, als wie irgendwie 3 Knöpfe drücken oder immer wieder einen Videorekorder zurückspulen, den Tanz nachzumachen. Mann, hast du Komplexe? Er sagt Menschen. Nee, überhaupt nicht. Also wie gesagt, ich laufe privat ganz andersrum und ich habe kein Problem damit. Ich mache es einfach nur, weil es mir tierisch Spaß macht und weil ich halt von klein auf damit mich auseinandergesetzt habe. Wie alt bist du? Jetzt bin ich 20. Du kannst echt toll tanzen, muss ich echt sagen. Echt, du hast echt das Zeug dazu. Aber ich weiß nicht, einen zweiten Michael Jackson kann man echt nicht gebrauchen. Es kann nur einen geben. Ey. Ich will auch nicht sagen, dass ich Michael Jackson bin, aber es macht mir Spaß. Den Leuten gefällt es auch. Und warum sollte ich das nicht machen? Warum möchte man jemand nachmachen? Das ist jedem sein Ding, also... Das ist klar, aber warum macht man sowas? Wenn es einem gefällt, dann... Mein Gott, also man soll nicht krankhaft sein, man soll nicht es übertreiben mit dem Nachmachen. Übertreibt er es, Michael Jackson zum Beispiel? Also dazu sage ich nichts, es ist jedem seine Meinung und jedem Ja, das ist schon klar, aber wir sind hier in der Talkshow. Ich weiß. Also, ja klar, ich soll schon was sagen, dass du eine eigene Meinung hast, das ist gut, aber du sollst ja schon was dazu sagen. Ich find's toll. Gut. Ich find's toll.